Zu Beginn unserer Zeitrechnung lebten Millionen von Menschen in diesem Gebiet. Der Ackerbau ermöglichte es ihnen, sich hier niederzulassen und sich auszubreiten. Kunst, Mathematik, Astronomie, Architektur, Religion und die Monarchie blühten auf. Um 750 herrschten die Söhne von Pakal allein in Palenque über 200.000 Maya, die hier in regionalen kleinen Gemeinschaften von Farmern, Webern, Steinmetzen und Federkunsthandwerkern lebten. Das goldene Zeitalter des Aufstiegs und des Wachstums sollte jedoch bald durch eine neue Epoche von Kriegen und Zerstörung abgelöst werden. Aus Gründen, die immer noch unbekannt sind, richtete sich die Welt der Maya gegen sich selbst. Aus Bauern wurden Soldaten. Um das Jahr 800 endete eine Ära. Die meisten Hauptstädte, die zu den Wundern der menschlichen Zivilisation in dieser Zeit gehörten, darunter auch Palenque, wurden verlassen und vom Dschungel überwuchert. In der nächsten Folge von 500 Nations, Aufstieg und Fall der Azteken, kehren wir zurück nach Mexiko, zu der größten Militärmacht in der Geschichte Nordamerikas, den Azteken.